Grillrücken ist der perfekte Sonntagsbraten. Das Nordlicht Wiener ist überzeugt, sie kann ihn auf den Teller zaubern. Das glaubt natürlich auch Spitzenkoch Michael Wollenberg von sich. Beide kochen heute das Wildgericht. Dazu soll es Klöße, Rotkohl und Preiselbeeren geben. Wird Wieners Rezept den Profi überzeugen? Wo ist er denn? Michael Wollenberg ist passionierter Jäger. Er hat sein Reh selbst geschossen und eine Woche abhängen lassen. Dadurch wird es schön zart. Da werden wir mal umziehen. Ja. Okay, Dina, dann zeig doch mal, was du dabei hast. Ja. Dinas Zutaten? Tiefgefrorener Rehrücken, Wacholderbeeren, Klosteigpulver, Soßenbinder, Semmelbrösel, Sahne, Rotkohl und Preiselbeeren aus dem Glas, Zwiebeln und Äpfel. Fertigprodukte kommen dem Profi nicht in die Tüte. Er hat frischen Rehrücken und Kräuter, Rehknochen, frischen Rotkohl, Cranberries, Eier, Croutons, Kartoffeln, Möhren, Sellerie, Äpfel, Zwiebel, Creme de Cassis und Rotwein. Lektion 1. Das Fleisch. Zuerst ist Dinas Fleisch auf dem Prüfstand. Michael Wollenberg ist skeptisch. Denn Dinas 1 Kilo Rehrücken hat beim Auftauen viel Saft verloren. Dieses Ganze, was da jetzt an Verlust ist, kommt durch das Einfrieren, weil da sich Eiskristalle in dem Fleisch bilden. Ja. Das ganze Gewebe hat sich jetzt verwandelt wie in einen Schwamm, der das ganze Wasser wieder ablässt. Ne? Und diese Flüssigkeit, dieser ganze Fleischsaft, der fehlt dir nachher im Fleisch. Aber Dina hat noch ein Problem. Sag mal, warum sind es denn 3 Stücke? Denn es gibt ja nur einen Rücken. Da hast du recht. Und du siehst auch, es ist von 3 unterschiedlichen Tieren. Die Stücke sind unterschiedlich dick. Das konnte Dina im tiefgefrorenen Zustand nicht erkennen. Und das nächste Problem wird sein, die Silberhäute zu entfernen. Was ist Silberhaut? Meinst du? Ja, ich meine, das sind die Sehnen. Ja, die sind ja auch miteinander verbunden, auch mit dem Hals oder jetzt auch mit den Hinterläufen. Dadurch kann sich ja das Tier bewegen, die Muskulatur. Okay. Diese Sehne, die sogenannte Silberhaut, muss weg, bevor Dina ihr Fleisch braten kann. Denn beim Braten zieht sich die Haut zusammen und sie schmeckt nicht. Und ich zeig dir jetzt mal, wie man so eine Sehne versucht, im Ganzen abzukriegen. Mhm. Ja? Sein Trick? Das Messer flach ansetzen. Schon geht die Silberhaut in einem Stück runter. Kinderleicht. Jetzt geht es an Michaels Fleisch. Sein Rehrücken war nicht eingefroren. Er kommt direkt aus dem Wald. Frisches Wildfleisch sollte man beim Jäger oder in Hofläden kaufen. Tiefgefrorenes Wildfleisch aus dem Supermarkt stammt meist aus Übersee. Michael Wollenberg lässt an seinem Rehrücken den Knochen dran. Das hat auch einen Grund. Den verrät der Profi aber erst später. Weil Michaels Fleisch nicht gefroren war, bekommt er die Silberhaut ganz leicht von seinem Rehrücken ab. Der Vergleich zeigt, das Fleisch des Jägers sieht schon im Rohzustand in Längen besser aus. Jetzt wird gekocht. Tina, wie willst du das denn jetzt zubereiten? Ja, ich würze das Fleisch mit Salz und Pfeffer von beiden Seiten, dann ab in die Pfanne, rein in den Ofen, alle. Ja, guck mal, und hier ist es halt sinnvoll, weil die so unterschiedlich sind, dass du die beiden dickeren Stücke als erstes brätst. Weil diese 3 dünneren, die haben viel weniger Garzeit. Verstehst du, wenn du das jetzt alles in die Pfanne legst, dann ist das nachher schon durchgebraten und das ist dann erst rosa. Und du möchtest das doch schön zart haben. Ja, natürlich. Also zuerst durchschneiden. Dann salzt und pfeffert Dina das Fleisch unter den skeptischen Blicken von Profi Michael. Pflanzenöl in die Pfanne, das ist schon mal richtig. Aber Dina ist zu ungeduldig. Das Öl ist noch nicht heiß. Dann kann ich jetzt erwarten. Dann musst du das Fleisch noch mal rausnehmen. Okay. Jetzt ist die Pfanne heiß genug, aber... Warum spritzt das so? Warum das so spritzt? Ja, weil du das vorher gesalzt hast, das zieht noch mehr Wasser. Kein Gewürz zu früh an das Fleisch und niemals vor dem Braten salzen. Soll ich das jetzt mal aus der Pfanne raus und den das angebraten? Kannst du jetzt raus, ja. Jetzt die dünneren Stücke. Dina bleibt bei ihrem Konzept, sie salzt weiter. Mal wieder sich zusammenziehen. Ja. Das liegt am Salz. Wer salzt, verliert. Jetzt muss das Fleisch aus der Pfanne, denn... Das Wildfleisch hat ja kein eingelagertes Fett, wie zum Beispiel Rindfleisch oder Schweinefleisch. Ja. Und deswegen geht es viel schneller als normales Fleisch. Also kurze Garzeit beachten.
Wildfleisch hat deswegen kaum Fett, weil die Tiere in der freien Wildbahn wenig Reserven ansetzen können. Dinas nächster Streich. Sie will das Fleisch im Ofen fertig garen. 8 Minuten bei 180 Grad. Das ist genug, denn Dina hat das Fleisch zuvor schon fast zu lange angebraten. Okay, dann zeige ich dir jetzt, wie man meinen Rehrücken zubereitet. Okay. Wie das noch ein Tick perfekter wird. Gut. Zuerst 2 Schnitte entlang des Knochens. So kann die Hitze von allen Seiten ans Fleisch. Wieso schneidest du es nicht aus dem Knochen heraus? Wieso? Wenn du den Rücken an das Fleisch an dem Knochen lässt, bleibt das saftiger. Also das Fleisch mit dem Knochen braten. Der Knochen verhindert, dass aus dem Braten zu viel Fleischsaft ausläuft. Michael Wollenberg brät seinen Rehrücken für nur 1 Minute pro Fleischseite scharf an, um die Poren zu schließen. Dadurch bleibt der Saft auch später beim Garen im Braten. Der Knochen bleibt am Braten bis ganz zum Schluss. Wir schieben den jetzt in den Ofen und garen ihn erstmal 20 Minuten. Und zwar bei genau 200 Grad. Jetzt das Finishing. Dazu gibt es selbstgemachte Kräuterbutter aus Lorbeeren, Wacholder und heißer Butter. Dann schneidet Michael neben den Knochen tief ein und gießt die Kräuterbutter über den Braten. Zweite Lektion, die Soße. Für ihre Soße nimmt Dina Zwiebeln und Butter. Soweit ganz einfach. Aber die Pfanne ist noch gar nicht heiß. Mittlerweile ist auch Dinas Fleisch fertig. Wie schmeckt's? Ja. Dina will den Bratensaft für ihre Soße verwenden. Ist das richtig jetzt schon? Ja, jetzt schon. Okay. Dankeschön. Dabei sehen die Zwiebeln noch ziemlich weiß aus. Und jetzt doch noch zu viel Sahne. Die ist also ein bisschen kalorienreicher, die Soße, ne? Ja, aber Kalorien schmeckt ja auch. Fehlt noch Soßenbinder. Fertig ist die Soße nach Dina-Art. Ein Spitzenkoch geht anders vor. Michaels Hauptzutaten: Rehknochen, geröstetes Gemüse und Rotwein. Zuerst die Knochen anbraten. Das gibt feine Röstaromen. Dann Möhren, Sellerie und Zwiebel dazu und Tomatenmark. Jetzt mit Rotwein ablöschen und das Ganze etwas einkochen lassen. Das wiederholt Michael Wollenberg 2 bis 3 Mal. Dabei achtet er darauf, dass nichts anbrennt. Zum Schluss noch Wildfond dazu und 2 bis 3 Stunden köcheln lassen. Das ist ganz schön viel Arbeit für ein bisschen Soße. Genau. Danach die Soße durch ein Sieb gießen, denn in der Soße sollen keine Stückchen mehr sein. Als süße Beilage zum Wild wählt der Profi eine edle Variante. Diana, du kennst ja viel so Preiselbeeren, das ist ja hier für unsere Region typisch. Und das sind hier diese ganz großen Wildpreiselbeeren aus Kanada, Cranberries. Okay. Ist ja auch bekannt so als Cranberry-Saft, ja. Ne? Die werden zuerst gezuckert. Und dann mit Kartoffelstärke gebunden. Die Cranberries kurz aufkochen. Und fertig sind die Edelpreiselbeeren. Lektion 3, die Klöße. Dinas Rezeptur ist einfach. 1/4 Liter Wasser und dann fertiges Kloßpulver. Für den Geschmack gibt's Salz und Muskatnuss. Jetzt heißt es rühren. Sieht ja jetzt noch nicht so nach Knödel aus, was ja, du da hast. Ja, noch ne? nicht. Sieht mehr nach Kartoffelsuppe aus. Ne? Dina lässt sich nicht verwirren und rührt fleißig weiter. Da könnte man sogar fast zum Tapezieren schon nehmen. Ne? Der Spitzenkoch bleibt skeptisch. Für seine Klöße nimmt er frisch gekochte Kartoffeln und presst sie klein. Außerdem reibt er eine rohe Kartoffel. Dadurch wird der Teig stückiger. Aber der Saft muss raus, sonst wird der Teig zu wässrig. Zum Binden noch 2 Eier, aber nur das Eigelb. Und Eiweiß passt dann gar nicht. Das nimmt zu viel Geschmack. Eiweiß nimmt immer Geschmack. Okay.
Jetzt noch würzen. Stärke dazu und verrühren. Fertig ist der perfekte Kloßteig. Und die Konsistenz ist auch gleich eine andere als bei Dinas Fertigmischung. Klöße zweiter Teil, das Rollen. Wichtig dabei, die Hände vorher befeuchten, dann klebt der Teig nicht an den Fingern. Na guck mal, aber du siehst, sie sind alle unterschiedlich groß. Ne? Jetzt kommen Dinas Klöße ins Wasser für etwa 10 Minuten. Fertig sind sie, wenn sie oben schwimmen. Die kommen doch auch nach oben. Ja, das hoffe ich doch mal. Freunde. Ne? Ja. Und tatsächlich, kurz darauf schwimmen Dinas Klöße. Fertig. Jetzt zeigt der Profi, wie Klöße perfekt gelingen. Und was du nicht gemacht hast bei deinen, du hast da keine Weißbrotsoße reingemacht. Deswegen wirst du einen ziemlich zähen Gummiball haben nachher. Und ich werde da nachher schöne Weißbrotwürfel reinmachen. Okay. Aus ein bisschen Kartoffelteig, die werden schön luftig. Und noch ein Trick. Mit einem Eisportionierer werden alle Klöße gleich groß. Dann rollt Michael seine Klöße und verfeinert sie mit Croutons. Und er hat noch einen Trick auf Lager. Kartoffelstärke im Wasser lässt die Knödel später schön glänzen. Ab ins Wasser. Auch die perfekten Klöße sind fertig, wenn sie oben schwimmen. Lektion 4. Der Rotkohl. Dina nimmt fertiges Kraut aus dem Glas. Aber einfach nur Rotkohl in den Topf ist Dina dann doch zu wenig. Äpfel sollen ihren Rotkohl verfeinern. Du könntest ja schon bei Timmels anfangen. Ja. Die Äpfel zum Kraut. Dann Resteverwertung von Weihnachten. Mit einem Schuss Glühwein statt Rotwein will Dina sich die Gewürze sparen. Jetzt noch zuckern, verrühren und aufkochen lassen. Wie macht ein Spitzenkoch Rotkohl? Er nimmt zuerst Kirschsaft und Rotwein. Und darin kocht er das natürlich selbstgemachte Rotkraut auf. Das ist doch auch aus der Dose. Guck Dina, doch mal den an. Hab ich gestern Abend ein bisschen mariniert und ein bisschen vorgewürzt. Auch der Profi nimmt einen Apfel, allerdings gerieben. Das gibt ein feineres Aroma als große Stücke. Und einen Schuss Crème de Cassis, also Johannisbeerlikör, für einen süßlich-fruchtigen Geschmack. Zum Binden etwas Stärke. Fertig ist Michaels perfekter Rotkohl. Und jetzt der Geschmackstest beim Essen. Als erstes lassen sich die beiden Dinas Kreation schmecken. Wo kommen denn die Preiselbeeren auf einmal her? Preiselbeeren? Wie frisch aus dem Glas. Ob das die Bewertung verschlechtert? Zufrieden. Was mir so ein bisschen missfällt, ist halt diese Soße. Ne? Die ist sehr kräftig und auch sehr zwiebelartig. Ne? Die Zwiebeln sind noch ziemlich roh. Und das Fleisch? Weil dadurch, dass so viel Fleisch da schon raus ist, ist es natürlich sehr zäh. Und auch es hat keinen Eigengeschmack. Ne? Es ist so ein bisschen belanglos. Ne? Der Profibraten wird zuerst vom Knochen gelöst und tranchiert. Der Spitzenkoch ist sich sicher, er wird Dina mit seinem perfekten Rehrücken überzeugen können. Das Fleisch ist ein bisschen zarter, ne? Super. Ich will mir glatt reinlegen. Ich bin begeistert. Und die Quintessenz aus dem Essen ist, dass es sich doch lohnt, einen frischen Rehrücken zu kaufen und den zuzubereiten. Prost.